Willkommen zurück zu The Evil Within. Es geht weiter, das letzte Mal. Haben wir ein Stückchen mal wieder geschafft und uns darüber hinaus ein bisschen geskillt. Mal gucken, ob wir das in der Praxis jetzt gut umsetzen können. Spieglein, Spieglein an der Wand. Bring mich wieder ins Höllenland. Ja. Wunderschön, oder? Diese Musik. Dieser Gestank, diese Insekten. Ich will hier weg. Wir haben ja auch das letzte Mal einen Doktor so halbwegs kennengelernt. Den haben wir aber ignoriert. Ich sollte jetzt mal nach ihm schauen, würde ich vorschlagen. Aber erst gucke ich, wo es hier hingeht. Raus, ja, okay. Das dachte ich mir schon fast. Und draußen geht es bestimmt auch weiter. Du gehst jetzt nochmal da rein. Weil der Doktor, der blieb doch oben, wenn ich mich nicht irre. Deswegen gucken wir eben nochmal schnell. Oh, meine Axt. Ich habe gar nicht mehr meine Axt dabei. Bitte mitnehmen. Schön, dass ich sie gerade nochmal erwischt habe. So. Kurz nochmal mit der Steuerung. Ja, passt. Alles klar. So, aber wo ist denn der jetzt hingerannt? Der war hier. Irgendwo. Und ist dann hier rausgerannt? Ich denke schon. Ah ja, da ist er. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Das heißt, ich soll jetzt der Lockvogel spielen. Toll. Und irgendwie habe ich so die Ahnung, dass der Arzt mir überhaupt nicht helfen wird. Also unser Ziel ist im Grunde... Warte, ich muss mal ein bisschen lauter machen, damit ich mich auch erschrecken kann. Unser... Wow! Was ist denn jetzt los? Ich wollte... Ah, abscheuliches Ding. Alter. Eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Mann, ich habe gerade an meinem Kontrollpult hier rumgespielt. Ich hatte den Controller überhaupt nicht in der Hand gehabt. Scheint mir doch relativ gut zu helfen, aber lass mir mal Zeit, Junge. Ich gucke mich ja hier. Okay, Kurbel, das soll ich wohl benutzen, ha? Ich soll X drücken. Okay, das kriege ich hin. Das fällt ja auch gar nicht auf, was wir hier machen, aber okay. Das haben die jetzt gehört. Soll ich die Rückendeckung von hier oben geben? Oder willst du sie ablenken und ich soll durchfetzen? Nein, wir gucken einfach mal, was... Hier drüben! Hier! Cool. Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Ja, vor allem, wenn ich hier nur wie blöd rumstehe. Kann er nicht sich mal ein Tempo anpassen? Nee, jetzt muss ich hier... Ich habe mich hier doch noch gar nicht... Ah, Kontrollpunkt. Gut, dann kann ich ja blödeln. Ich wollte mich ja eigentlich noch umgucken. Na gut, ich verlasse dann eben mal das Haar. Ah, toll. Super, ey. Soll ich mal meine gigantischen 3 Sekunden rennen? 3 Sekunden rennen, woraufhin er dann eine Sekunde stehen bleibt. Sag mal, kannst du hier nicht runterspringen oder so? Nee, ne? Das wäre nämlich jetzt super. Aber er ist halt auch nur ein Mann, ein Mensch und kein overpowerter Held à la Resident Evil 6. Nee, das kann ich nicht bringen. Ich muss schnell irgendwo runter oder so, wenn ich... Ah, shit. Orientierung FTW mal wieder hier, super. Und jetzt ist er wieder total aus. Ah, der Puste! Ey, es ist so fies. Ich kann mich eigentlich gleich töten lassen. Das war nämlich überhaupt nichts. Das war total dämlich. Das gefällt... Ja, das Kapitel... Ne, Moment mal, nicht das Kapitel. Ich will den Checkpoint haben. Kann ich das nicht hier anwählen? Toll. Ja, da muss ich dabei drauf gehen. Oder ich versuche zu überleben. Die haben auch Waffen. Toll. Mach die Tür auf. Ich finde das so bekackt mit der Ausdauer, ganz ehrlich. Er hat 3 Sekunden Ausdauer. Das war jetzt zu spät zum Verstecken, oder? Das haben die mitbekommen. Oder? Mal abwarten. 3 Sekunden Ausdauer sprintet er, um 3 Sekunden dann zu stehen. Das ist so bescheuert. Okay, das war ein Satz mit X. Aber man konnte es ja mal probieren. Ja, ich lass mich jetzt töten. Das. Oh, ey. Kennt mich alle. Ganz schön viele. Könnt ihr mich nicht einfach töten? Was
lohnt sich doch jetzt schon nicht mehr, bei so viel Schaden, den ich genommen habe. Aber irgendwie sind sie auch blöd, kommt mir so vor. Lauf einfach mal vorbei. So, endlich mal raus hier. Und ich kann ja mal gucken, vielleicht schaffe ich es zufällig noch raus. Nee, dafür müsste ich richtig laufen. Ich traue mich nicht zu rennen, wie gesagt. Also gut, jetzt vielleicht mal kurz. Aber ansonsten lass es, weil ich habe keinen Bock darauf, dass er dann wieder so ewig lang stehen bleibt. Das ist total blöd. Wow! Alter! Okay, okay, okay. Dir kann ich nicht mehr helfen. Ich habe keine Zeit, mich hier umzugucken. Das finde ich voll gemein. Raus da. Was ist denn hier oben? Lololo. Er hat voll die Ruhe weg. Das kann ich noch nicht mal schnell. Das macht er ganz gemütlich hier. Ist doch egal, was unter ihm ist. Vielleicht sollte ich mich aber auch dafür interessieren, was über mir ist. Wenn ich schon so einen Blödsinn mache. Ah, hier habe ich was gefunden, nämlich Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Das ist geil. Aber ich habe noch nicht diese Armbrust. Denke ich doch mal. Auf jeden Fall gut, dass wir hier hoch sind. Die Gegner, die können mich mal. Ich werde mich hier in Ruhe umgucken. Da sollen wir durch? Oder wartet mal, ich schaue mich nochmal in Ruhe um. Irgendwie haben die Gegner mich anscheinend alle verloren. Das ist jetzt nur schade, dass ich so viel Schaden am Anfang genommen habe und schon so halb resigniert habe und laden wollte. Dann hätte ich da mich vielleicht auch ein bisschen besser angestellt. Ich wollte ja schon fast sterben, aber jetzt lief es ja doch wieder ganz gut. Zumindest noch. Wenn die Meute jetzt da... Ne, die wartet noch nicht einmal. Die haben mich anscheinend echt verloren. Ah ne, einer ist da. Der kommt da nicht hoch. Haha. Zumindest noch nicht. Schnell weg, bevor er es doch noch kann. Und irgendwie kommen mir die ein bisschen blöd vor, aber ich beschwere mich deswegen mal nicht. Oh, oh, da steht einer auf. Shit. Ich will gar nichts von dir. Oh Gott, da steht noch einer auf. Ich hau ab. Wie respektlos und ignorant ich zu diesen Gegnern bin, oder? Aber gut, solange sie mir... Oh, okay, ich hau ab. Da ist noch eine Leiter. Geh ich mal da hoch. Shit, shit. Hab fast zu lang gerannt. Oh, ich fühle mich hier total gehetzt. Da unten ist wieder so ein Bewegungsmelder. Jetzt bin ich auf einmal hier oben. So richtig Leiter benutzen tun die auch nicht, oder? Die wirkten eigentlich gar nicht mal so Oh, da ist einer. Vielleicht hat er mich aber auch verloren gerade. Ich werde mal versuchen, ein bisschen leise zu sein. Wer brüllt denn da so wie ein halber Affe? Ach, Leute. Okay, ich bin doch nicht leise. Ich brauche Zeug. Eine Granate. Unsere erste. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in den Privatbesitz gelangen konnte. Okay, die könnte mir noch behilflich sein. Ach Gott, hör doch mal auf zu brüllen. Da ist noch eine Waffe. Waffe, eine Falle. Die habe ich aber schön wegmachen können. So, ich habe jetzt natürlich auch, wie man mich auch kennt und liebt oder eben nicht liebt, auch die Orientierung verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will, was ich hier tue und wo mich das hinführen wird. Ich höre immer noch diesen halben Gorilla hier irgendwo. Okay, feuert meine Streichhölzer sind voll. Oh oh, ich glaube, ich krieg Besuch. Oder? Okay, hier kann ich wieder... oh Gott, mach schnell, komm. Oh, okay, dann lauf halt du durch, aber ohne mich. Kamikaze-Zombie. Na gut, eigentlich ist mir das ganz recht. Der Anfang war nämlich total blöd. Der Anfang war nichts. Ey, aber... Nur weil die zu dumm sind und... Okay. Machen wir das Ganze noch ein bisschen detaillierter. Mit der Hoffnung, dass ich schnell aus diesem einen Haus rausfinde. Da war nämlich unser Checkpoint. Genau. So, ich gehe sofort los. Ich bin
sammeln noch, gerade Munition und sowas nehme ich gern noch mit. Jetzt machst du das Ding schnell auf, jawohl. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau runterging jetzt. Ich bin so ein orientierungsloser Vollkoffer. So, die sind nicht gerade die schnellsten, also... Mal kurz R1 drücken, dann hat er auch nicht seine Ausdauer verloren. Das ist der Trick, einfach nur kurz R1. Ah, shit. Wenn ich jetzt speichern gehen würde... Nee, ich will nicht wieder in das Haus. Habe ich wieder das gleiche Problem wie vorhin. Der hat eine Waffe. Ah, der hat eine Waffe, ey. Toll. Wieder in dem dummen Haus drin. Ich habe eigentlich gehofft, ich komme in ein anderes. Oh Gott, das kann ja noch was werden. Merkt ihr, wie wenig Farben das Spiel hat? Also ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, was heißt wenig Farben? Das ist einfach so dieser Stil. Der gefällt mir. Hat was. Nicht. So, aber den einen habe ich wieder abgehängt. So, und da geht's raus. Shit, da rennt einer rum. Aber der hat mich jetzt noch nicht gehört. Mach die dumme Lampe aus, ey. Das hatte ich dir schon mal gesagt, dass du das lassen sollst. Shit. Was genau hat der Arzt eigentlich nochmal gemacht? Also von Ablenkung kann hier nicht die Rede sein. Ich gehe wieder hier raus, aber dann stehen die da drüben ja auch wieder. Wer brüllt denn da die ganze Zeit? Geh mal da hoch. Oh, ich glaube, es ist hinter mir. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Ich krieg gerade Angst. Jetzt ist es wieder leiser. Das müsste im Erdgeschoss sein. Dieses Ding. So, da war ich vorhin schon mal. Nur diesmal bitte ohne drauf zu gehen. Da unten. Ist da was eingesperrt hier unten? Wo? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, erstmal schauen. Ich bin hier oben alleine, ja? Okay. Streichhölzer sind schon wieder Maximum. Hier können wir mal rausgucken. Ja, genau, ich will nur gucken. Was rennt hier gerade so rum? Also hier ist relativ Ruhe. Hm, okay. So. Also, dann müssen wir diese Teile hier erst wieder loswerden. Die da. Und zwar so. Hat jetzt keiner gehört, ne? Ich meine, ich bitte euch, so leise wie das war. Fällt nicht auf. Nee, fällt nicht auf. So, da unten, das könnten wir auch gleich entfernen. Wenn ich gut bin. Jawohl, ja. So, und dann können wir uns hier mal umschauen. Hoffe ich. Kommt das von da hinten? Ja. Da ist jemand angekettet worden. Der macht hier diesen Lärm. Ich würde mir am liebsten ein Feuerzeug nach unten schmeißen. Tja, netter Versuch. Ich werde ihn einfach mal angekettet lassen. Freundlich ist er bestimmt nicht. Aber gefällt mir, gefällt mir. So, hier noch was zum Zerstören. Man hat mir ja gesagt, ich soll das ruhig mal vernichten, also verbrennen. Das ist einerseits eine Ablenkungstaktik und andererseits... Ah, da kriegen wir wieder unsere Granate. Könnte darunter sich manchmal was befinden, oder wenn man es verbrennt allgemein. Und da wir eh voll mit dem Feuerzeug sind, mache ich das mal eben. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, dass ich mich da selbst anzündeln könnte. Und ja, es interessiert aber keinen. Zwei Stück sind da drin. Na gut, effektiv ist es nicht, dass ich das... Ah doch, er nimmt... Das ist gut. Er nimmt nur eins mit. Das ist geil. Oh, eine Spritze ist hier noch. Gut. Was ist da? Munition. Selbst damit bin ich jetzt voll. Shit. Kommt hier jemand jetzt zu mir? Nee. Wie kann ich nochmal nachladen? Mit Quadrat, ne? Sehr gut, dann nimm das jetzt mit. Also wir spielen ja im Grunde relativ effektiv, wenn wir nicht sterben würden. Deswegen passe ich jetzt umso mehr mal auf. Versuch's zumindest. Da ist noch ein Fläschchen. Hätte ich fast übersehen. So, ach Gott, jetzt habe ich mich fast vor meinem Schatten erschreckt, ey. Da oben könnte ich weitermachen oder erstmal hier. Na gut, dann gehe ich erstmal hier entlang. Draußen ist nicht zu sehen. Hier ist wieder... Ah ja, genau. Da bin ich vorhin fast drauf gegangen. Genau. Die werde ich erstmal wegmachen.
Und es kam mir so vor, als ging es hier hinten weiter. Deswegen werde ich erstmal die Leiter benutzen. Und gucken, was da ist. Solange ich nicht zu dem Kamerad falle, da ist ja alles gut. Oh je, aber das sieht ja auch nicht unbedingt alles sehr stabil aus. Der macht mir schon ein bisschen Angst. Oh! Jackpot! Bonus! So, diese Dinger soll ich ja zerstören, habt ihr gesagt. Da gibt's immer... Oh, Schlüssel. Ja, das würde ich mal als wichtig bezeichnen, ne? Ach ja! Mit den Schlüssel kann man im Skillraum was öffnen, meine ich. Jetzt ärgere ich mich umso mehr, dass ich die eine Statue am Anfang nicht zerstört habe. Ich habe sie mir zwar angeguckt, aber ich kam nicht auf die Idee, sie in irgendeiner Weise zu zerstören. Das war echt blöd. Naja, ab jetzt weiß ich es ja. Okay, wieder runter. Passiert jetzt nichts. Beschützt der da irgendwas? Ist da was drin, was ich gebrauchen könnte? So, es ist ja nicht so, dass ich Bock habe, ihn zu besuchen, aber... Da ist eine Kiste! Da ist eine Kiste, Leute. Das heißt, ich will da eigentlich hin. Und von oben zu zerstören wäre das sicherste, oder? Ich hoffe, er trifft von da oben. Am besten auf den Kopf. Nicht, dass ich die Kette treffe und ihn befreie. Ah, toll, ey. Er trifft. Warte mal. Das muss doch gehen. So blöd kann er nicht sein. Das geht nicht. Ey. Meine teure Munition. Von da oben kann ich nicht schießen. Wie dumm ist das denn? Oh, Mann. Wie blöd. Das finde ich echt doof. Weiß nicht, ob ich das wirklich holen will. Kann ich ihn vielleicht von der Seite töten? Da müsste ich ihn doch so... Nee, da geht schon mal gar nicht. Nee, das kann ich... Das kann ich total vergessen von der Seite. Also wenn, dann muss ich die Konfrontation mit ihm suchen. Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Streichhölzer, gut, dann verbrenne ich mal wieder ein bisschen was. Kann ich nicht einfach ein Feuerzeug runterschmeißen? Feuerzeug, sag ich mal, ein Streichholz runterschmeißen? Das wäre so stylisch. No, nee, das wird nicht gehen. Warte mal, eigentlich müsste es gehen, wenn ich von da oben stehe und es dann runterschmeiße. Von da. Das müsste doch gehen, wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe vielleicht. Der macht das gar nicht, der macht das einfach nicht. Och Mann, lasst mir doch die Freiheiten ein bisschen. Ich finde das gemein. Na gut. Kann ja ruhig ein bisschen verschwenderisch sein, weil... Hab ja hier noch genug. Jo. Gehen wir halt mal runter zu ihm, oder? Ich hätte halt schon gern die Kiste, aber ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ich gehe mal runter. Scheiß drauf. Da hinten ist er. Oh, ich habe aber Angst. Oh, nee. Vielleicht machen wir es doch nicht. Vor allem, wie soll ich ihn denn von hier treffen? Das ist doch bestimmt voll der Overgegner. Kommt gleich rausgeschossen, ich weiß es. Was sag ich hier? Hallo? War ich hier schon mal? Aber schön, dass die anderen Bewohner mich so herzlich in Ruhe lassen. Hier ist auch noch eine Kiste. Kiste öffnen. Halten, öffnen. Okay, ich muss ein bisschen länger drücken, anscheinend. Unsere erste richtige Kiste. Ah! Da ist ja so ein Scheiß drin, ey. Aber vielleicht, ich weiß jetzt... Boah, was zum... Scheiße. Oh nein. Oh Mann, diese Welt ist echt böse. Voller Gefahren hier. Das habe ich jetzt voll nicht gesehen. Toll. Aber ich weiß nicht, aber ist da noch was anderes drin, frage ich mich. Oder ist das einfach nur eine Falle jetzt? Ah ja. Okay, ich habe die anscheinend jetzt entschärft. Ich verstehe. Jetzt kapiere ich das alles erstmal. Mhm. Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust schon wieder. Ich habe die Armbrust noch nicht. Der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar an Gegnern platziert werden. Das ist geil. Schöne Spielerei. Okay, also in Kisten gibt es immer ein bisschen mehr wie sonst. Das ist doch schön. Ja, was machen wir jetzt mit unserem Freund da unten? Ich habe halt ehrlich gesagt keinen Bock, ihn unmittelbar Nähe zu machen.
Vor allem, ich wüsste gar nicht wie. Von oben ging nicht. Oder ich habe mich nur falsch positioniert. Ja, und sowas... Da kann sich der Part halt auch schon mal ziehen, ne? Wenn man da so rumprobiert und überlegt, aber was will man machen? Ach, ich denke, ich werde es ignorieren. Ich werde das Spiel bestimmt für mich nochmal durchspielen und dann komme ich bestimmt auf das Rätselslösung. Ich gehe jetzt weiter. Zumindest probiere ich es mal. Hat ja das letzte Mal nicht so gut geklappt. Da hat, ach ja, wegen dem Zombie bin ich in die Luft geflogen. Es war nicht mal so direkt meine Schuld. So, will jetzt jemand was von mir? Diese Geräusche machen mich krank. Ich weiß, es kommt mir immer so vor, als wäre gleich jemand neben mir. Es klingt so laut. So nah einfach. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ich habe Angst. Aber da, genau das will man in so einem Spiel ja auch haben, nicht wahr? Kommt doch gleich einer, ey. Ich höre die Schritte, ich höre alles. Ja, hi. Ich sehe dich irgendwie. Nein, ich... Ah, die schöne Munition. Tut mir jetzt schon leid. Komm, 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 komm. Stirb. Stirb. Oh Mann, jetzt macht das Vieh am Arsch, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Wie viel Energie hat so ein Vieh? Kein Bock auf so ein Drecksvieh. Das ist doch nicht... Komm, wir probieren das jetzt noch einmal. Der muss doch jetzt fallen. Verdammt. Ey, ich hab wie oft auf das Ding geschossen. Okay. Der Schwierigkeitsgrad ist echt enorm. Wir sehen uns an der Stelle noch einmal. So, Leute, da bin ich wieder an dieser Stelle, wo wir jetzt schon zweimal draufgegangen sind. Ich habe beim die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, beim ersten und beim zweiten Versuch nun gesammelt. Sogar noch ein bisschen mehr, darüber hinaus sogar. Aber halt wohlgemerkt nur in dem, wo wir schon waren. Und habe das nun abgespeichert nochmal im Haus, damit ich das nicht immer und immer wieder tun muss. Und dann ist mir noch so was aufgefallen. Da hinten war ja das mit der Kurbel. Das heißt, das hier ist lediglich eine Abkürzung zum Haus. Das ist mir leider erst jetzt aufgefallen, wo ich dann nochmal den umständlichen Weg zum Haus zum Speichern gemacht habe. Aber egal, dann ist das jetzt wenigstens geklärt. Das heißt, ich kann mir die ganze Tortur hier ab sofort in dem Haus schenken und kann euch deutlich schneller dann wieder zum Spiel reinkatten. So, jetzt bleibt nur noch die Frage, wo unser eigentliches Ziel ist. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt halt raus und ja, das Problem ist nur da... Ne, ach, mein Licht ist ja schon aus, okay. Ducken, Schleichdingens und gucken, ich glaube da hinten, da einfach, ne, da hinten nicht durch. Ich müsste mich hier echt mal wieder neu orientieren. Da hinten? Aber das Tor ist doch zu. Ich versuche da mal hinzurennen jetzt einfach. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Weil da ist ja auch irgendeiner, der immer schießt. Das ist uns ja vorhin auch schon mal aufgefallen. Also rumstehen und schleichen ist gar nicht so gut. Ja, genau deswegen. Boah! Okay, ich sollte vielleicht sogar rennen. Scheiße, ich bin so gut wie tot. Ich gehe da rein und heil mich. Ich hoffe, hier ist kurz still. So, komm. Wir müssen uns verstecken oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall ein neues Haus. Ah, wenn man mal einen Schrank braucht, ist natürlich keiner da. Ah, das ist der mit der Schotti. Nein, rennen! Ich bin tapfer, hä? Auch eine Sackgasse. Scheiße, ich habe aber auch so ein Pech. Die Treppe runter. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Da ist so ein... Ich benutze das einfach mal. Aber mach schnell. Oh. Oh Gott. Was ist das jetzt für eine Waffe? Ich muss mich sofort verstecken. Oh, hier ist ein Koffer, den will ich haben. Mach hin, mach hin, mach hin. Oh ja, 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 gib das her. Meins, meins, meins. Ah, was ist denn das? Ah, nee, das ist gut. Da ist gerade was draufgegangen. Anscheinend irgendein Blöder, der wieder durchgerannt ist. Also... Zum Glück haben die nichts im Kopf und hier kann ich mich verstecken. Gott sei Dank. Oh, Leute. Ja, ich habe es ja im letzten Part gesagt. Ich werde es noch so bereuen, dass ich das hier im Schwierigkeitsgrad normal durchziehen will. Da scheinen ja viele drunter zu leiden. Wow, das geht ab hier. Aber immerhin Schotti gefunden. Und jetzt erstmal beruhigen.
Die Luft ist anscheinend rein. Ich höre keinen Herzschlag mehr. Doch, jetzt wieder. Ah, super. Jetzt kommt da einer. Ey, wenn der jetzt hier reinguckt, ne? Ich drehe durch. Ich will das... Ah, diese Geräusche. Da draußen ist einer. Ich habe was gesehen. Oh, Mann. Wie soll ich das nur lebendig hier rausschaffen? Kann ich mich hier drin heilen? Nee, das geht jetzt nicht. Ich kann auch nicht in mein Menü. Aber ich will meine Shotgun jetzt auch nicht gleich bei diesen, ich nenne sie einfach mal, billigen Zombies verballern. Ich bin mir relativ sicher, dass da noch Schlimmeres auf uns zukommt. Aber ich finde das fies, dass die mit Waffen rumballern. Mit diesen neumodernen Fats hier. Na gut, es bringt nichts, er beruhigt sich hier nie. Es ist nun mal hier drin gefährlich, duktisch. Solange ich jetzt keinen Krach mache. Oh shit, das ist bestimmt. Ich hoffe, da hat mich keiner am Fenster jetzt gesehen. Haben die mich gesehen? Nee, ne? Gleich zwei auf einmal, ey. Und irgendwo muss doch der Typ noch sein oder hat er sich in die Luft gejagt? He's watching. We can't leave. Oh Mann. Okay, also hier raus ganz schlechte Idee. Ich suche einen anderen Weg. Aber nur welchen jetzt? So, hier brennt's. Keine Spur von dem Shotgun-Zombie. Ich glaube, die Luft ist hier unten rein. Gut. Ist hier was drin? Oh yeah, her damit. Immer her mit der Krütze. Okay, ich könnte wieder die Treppen hoch oder ich schaue erstmal hier. Na gut, aber auf der Seite waren die vielen Zombies. Habe ich jetzt da unten jetzt schon betätigt? Ich mache einfach nochmal. So, ich verstehe. Mehr oder weniger. Also gehe ich mal davon aus, dass ich da jemanden getötet habe. Ich gehe nochmal hoch. Ich guck. Ah ja, genau. Mhm. Gleiche Funktionsweise. Dann gehe ich mal hoch. Vielleicht ist die Luft hier da jetzt rein. Vorsichtig. Ich höre jemanden. Vielleicht ist die Luft ja doch nicht rein. Bin ich hier jetzt alleine oder nicht? Ist der draußen? Ich würde sehr Oh, mein Feuerkram ist schon wieder voll. Okay. Also der nervende Typ scheint nach draußen gegangen zu sein. Ich weiß es nicht genau. Den werde ich jetzt mal verbrennen. Ich habe eh genug. Das merkt keiner. Was? Ah, ist das meine Armbrust? Ah, die Qualenarmbrust. Dieses klappere Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Zielen, genauso wie die anderen Waffen auch, zum Durchspannen gedrückt halten. Mhm. Spanngeschwindigkeit, Reichweite. Anscheinend kann man die aufwerten, beziehungsweise kriegt später noch bessere Armbrüste. Yeah, das ist cool. Zum Glück bin ich da nochmal hochgerannt. Weil ohne diese, also ich glaube, dieser Armbrust wird uns noch sehr gute Dienste erweisen. Na gut, na gut. Aber es hilft alles nichts, Freunde, ich muss da raus. Also, vielleicht wenn ich hier das Fenster kaputt mache. So, jetzt aber erstmal weg, weil wenn die das gehört haben, kommen die jetzt. Moment, Moment. Ah, shit, nee, muss ich da raus? Ja, das war jetzt überhaupt nicht auffällig. Oh, ich hätte echt gern mal sowas wie eine Map oder so, wo mich minimal orientieren kann. Scheiße. Was ich hier könnten wieder so Fußfesseln sein. Das machen die ja gerne. Steht der mit dem Rücken zu mir? Nee, ne? Ich glaube, der guckt. Ja, der guckt in meine Richtung. Toll, dann kann ich den auch nicht von hinten überraschen oder so. Oh Mann, ich bin so unschlüssig. Ich könnte ja mal die Armbrust... Ja, genau, wir gehen mal ins Menü. Wir haben ja ein bisschen Ruhe. Wir sind auch voll mit unserem Kreismenü. Ob es das wirklich schon ein Spielzeug war, ich weiß ja nicht. Shotgun da rechts. Und diese Armbrust ist hier unten. Wie kann ich jetzt nochmal auswählen? Ich würde gerne die... Hallo? Wie kann ich nichts machen? Hallo? Ah, okay, da war noch die Info. Okay, die habe ich wegdrücken müssen. Oh, jetzt kann ich wechseln.
So, ich hätte gern dich da drauf. Die Shotty machen wir mal. Ne, obwohl Granaten. Ne, also ich brauche unbedingt die. Ne. Ich glaube, die Granaten. Ach komm, dann leg's halt da drauf. So. Und was ist da jetzt eingespannt? Bolzen herstellen. Ach ja, ich kann ja herstellen. Kann ich noch irgendwas herstellen mit dem ganzen Zeug, das ich finde? Anscheinend nicht. Okay, dann werde ich hier mal gucken, was geht. Jetzt habe ich irgendwas hergestellt. Bolzen wechseln. Ach, da oben steht's ja. Das ist zum einen die. Aber ich kann sie nicht wechseln. Okay, dann habe ich wohl nur die. Genau, stimmt ja auch. Explosivbolzen. Ja. Wenn ich damit treffe, dann explodieren die wunderschön. Mhm. Okay. So. Schön, schön, schön. Dann gehe ich jetzt ganz mutig hier nochmal raus. Und wenn der mich eh nicht sieht, der Vollhorst hier, dann werde ich doch mal jetzt... Ah, ich muss das im Stehen machen, blöderweise. Ah, der hat doch den Rücken zu mir gewandt, jetzt sehe ich das. Ne, dann spare ich mir den Bolzen. Dann... Oder dreht er sich um? Ne, dann spare ich mir natürlich den Bolzen, ist doch logisch. Und werde... zu ihm schleichen. Was war nochmal die Taste? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es rausfinden. Hoffe ich. Vorsicht. Nicht, dass mein Plan wegen der Fußfessel kaputt geht. Ja, das zeigt er mir ja dann, ne? Okay. Irgendjemand hat gerade Spaß im Haus. Hat diesen Schalter betätigt. Ich habe es genau gehört. Gott, hoffentlich riecht er mich nicht. Ich werde ihn jetzt einfach von hinten lynchen. Dann gibt es auch schon wieder Leckerlis für mich. Ich glaube, Ah, ja, genau, das war's. Wunderbar. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich ihn an... Ja, komm, ich habe eh genug. Von den Streichhölzern. Ah! Toll. Wo kommt der her? Kann ich da hoch? Ja. Nimm das mit. Okay, das wäre ja schön gewesen. Shit, da kann ich doch, da kann ich runter. Hat auch nicht wehgetan. So, toll. Ach, verdammt, ja, wenn man nicht, ne? Wenn man es eilig hat, dann klappt sowas nicht. Kam der mir jetzt nach, der Typ? Ich glaube, ich habe kurz einen Moment, aber ich bin schon wieder halb tot. Ja, deswegen Spritze nehmen und versuchen, den Shit-Ausgang zu finden mal. Toll, da steht schon wieder der Nächste. Ich renne schon wieder in das gleiche Haus rein, ne? Das ist mir jetzt egal, ich brauche... Oh Gott, da ist der Typ... Schnell. Ja, gut, jetzt werde ich mich erst wieder mal verstecken müssen, leider. Oh Mann. Ja. Das wird noch ein langes, lustiges Let's Play, Leute. Ah, da, mein Schrank. Ich habe den ja schon lange nicht mehr gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber wir haben schon wieder massig Zeug gefunden. Wir haben viele, die Armbrust, Granaten, neue Spielereien. Herstellen und so weiter. Also es war ja immerhin, auch wenn wir immer noch in der gleichen Location rumlungern, trotzdem, ja, wir haben viel aufgenommen. Wir lernen noch viel. Es wird spannend bleiben, da bin ich mir sicher. Bei Let's Play The Evil Within.